Sagen wir, wie es ist. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Aber nicht, weil nach langer und reiflicher Überlegung rechtsextreme Unternehmen und Gruppen verboten wurden. Nein, unsere Demokratie ist in Gefahr, weil heute wieder Mandatsträger angegriffen, angefeindet, bedroht und aus dem Amt gemobbt werden. Menschen wie zum Beispiel Dirk Neubauer. Aufgrund der Entwicklung der letzten Monate zu der Erkenntnis gelangt, dass es keinen Sinn macht, für mich hier an dieser Stelle weiter tätig zu sein. Das heißt, ich stelle mein Amt zur Verfügung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wir sind dabei, jetzt die Terminketten zu checken und werden am 14. August zur konstituierenden Sitzung des neuen Kreistages auch einen solchen Beschluss einbringen, der dann Neuwahlen für das Amt des Landrates festlegt. Die werden also noch in diesem Jahr dann stattfinden. Ich bin seit Monaten konfrontiert mit einer persönlichen, diffusen Bedrohungslage, will ich jetzt mal sagen, aus rechter Ecke, hauptsächlich Freie Sachsen und ähnliche, die Autokorsi organisieren, die mich in Sträflingskleidung zeigen, die dazu aufrufen, mich zu finden, da ich jetzt meinen Wohnsitz aus diesen Gründen aufgegeben habe. Ich bekomme anonyme Schreiben, ich bekomme anonyme E-Mails. Ich hatte auch die ein oder andere persönliche Konfrontation schon mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und das Ganze erweitert sich jetzt inzwischen auf meinen privaten Kreis, also der engste Kreis um mich herum. Und da ist jetzt ein Punkt erreicht, wo ich sage, es reicht. Ja, Dirk Neubauer ist jetzt der baldige Ex-Landrat des Landkreises Mittelsachsen in Sachsen. Und wie ihr bereits gehört habt, wurde er aus seiner gewählten Mandatsfunktion von Menschen, die sich Freie Sachsen nennen, gemobbt. Wobei, gemobbt ist hier schon ein eigentlich zu einfaches Wort. Weil hier reden wir, wenn wir ganz ehrlich sind, von einem Nazi-Mob, der einen Politiker und seine Familie bedroht hat, vor seinem privaten Wohnhaus Demos veranstaltet hat und nachdem dieser Politiker wegzog, im Internet zu einer kleinen Menschenjagd aufrief. Das ist kein Mobbing mehr. Das ist Terrorismus, wenn er mich fragt. Fragt man jedoch die Freien Sachsen, dann bezeichnen sie ihre Aktion natürlich nicht als rechtsextremen Terrorismus, sondern schreiben auf der Plattform Telegram, friedlicher Protest gegen die Vertreter des Establishment wirkt. Und während andere nur reden oder gar mit solchen Politikern kuscheln wollen, schaffen wir durch Straßenproteste Tatsachen. Für die Neuwahl, die voraussichtlich Ende des Jahres stattfindet, gilt, jetzt kommen wir. Jetzt kommen die Freien Sachsen. Ja, und wer sich jetzt gerne kurz übergeben möchte, der darf das jetzt kurz tun. Weil, ist natürlich super friedlich, einem Politiker in Sträflingskleidung zu zeigen, sein Haus und seine Familie zu belagern, nach seinem Wohnort zu fahren und ihn auf offener Straße anzugehen. Und das ist in Verbindung mit der Ankündigung, dass man jetzt, nachdem man Neubauer erfolgreich verjagt habe, selbst die Macht ergreifen wolle. Ja, nun mal weniger friedlicher Protest und mehr Machtergreifung im Stile der SA. Und dass sowas heute einfach wieder so möglich ist, dass sowas geduldet wird, dass sowas nicht in jeder großen Tageszeitung dieses Landes steht, das ist schon krass. Und ja, das sagt ja auch Neubauer so. Ich gebe auf, weil da draußen mir zu viele den Mund halten. Denn das alles, was ich jetzt gesagt habe, dass das möglich ist, so wie die Blockaden im politischen Bereich für wirklich sinnvolle Dinge, Bedrohungslagen für Politiker allgemein, ob nun kommunal, regional, Landes- oder Bundespolitik oder Europapolitiker, die ja hier zu Lande auch gerne krankenhausreif geschlagen werden, wo ist diese Mehrheit, die es braucht? Wo sind die Leute, die sagen, das geht nicht? Wo sind Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, ich bin nicht mit dem einer Meinung, ich mag den auch nicht, aber dass man ihn bedroht, ist nicht in Ordnung. Und wisst ihr was? Er hat damit recht. Und das ist ja auch etwas, was wir hier in der Community immer wieder sagen. Wir müssen aufstehen. Wir müssen laut sein. Und wir dürfen nicht akzeptieren, dass hier wieder einige wenige Idioten unser Land kaputt machen wollen. Da bin ich wirklich voll bei Herrn Neubauer. Zwar ist der parteifreie Landrat, jetzt bald Ex-Landrat und ehemaliger Journalist, sicherlich durchaus eine streitbare Persönlichkeit. Legt sich in den sozialen Medien auch gerne mit seinen Feinden, Hetzern und eben Julian Reichelt, wobei beides dazu trifft, halt auch an. Aber seien wir mal ehrlich, Leute, würde es euch nicht genauso gehen? Also, ich kann nur für mich sprechen. Aber im Laufe meiner Zeit hier auf YouTube sind sicherlich schon Hunderte gegangen, weil sie mit meiner Art nicht klargekommen sind. Und den Trollen in den Kommentaren, ja, denen einfach auch dumme Kommentare zurückzugeben. Das ist fast schon ein Hobby geworden von mir. In einer so exponierten Lage wie Neubauer, das ist das Landrat. Da ist es ja halt schon fast ein notwendiges Ventil, so ein bisschen zu stänkern. Gerade dann,
Wenn man einer Gruppe entgegensteht, die allein auf Telegram über 130.000 Mitstreiter hat und bereits bewiesen hat, dass sie einen Teil ihrer Leute auf jeden Fall auf die Straße bringt. Dabei hat die rechtsextreme und verfassungsfeindliche Kleinstpartei gerade einmal 1.000 Mitglieder, wenn man dem Verfassungsschutz von Sachsen glauben darf. Hervorgegangen sind die Freien Sachsen übrigens aus der sehr sympathischen, friedlichen Querdenkenbewegung. Und geführt wird die Truppe von Rechtsanwalt Martin Kohlmann. Der ist kein Unbekannter in der rechtsextremen Szene. So war er auch schon bei Pro Chemnitz, der Deutschen Sozialen Union und den Republikanern aktiv. Zudem hat Kohlmann wohl ein Herz für Russland, beziehungsweise für die alten Sowjetstaaten. So verteidigt er als Anwalt neben Holocaustleugnern und Reichsbürgern auch immer wieder abgelehnte Asylbewerber aus den Satelliten der Sowjetunion und Russland. Und das steht schon im Widerspruch dazu, dass er eigentlich fordert, abgelehnte Asylbewerber sofort abzuschieben. Aber gut, da kann er nochmal was lernen von den zwei von der Tanke von der AfD, die im Wahlkampf sich sogar hinshoppen, photoshoppen, hinter den Abschiebeflieger, der Abschiebehansa. Ja, sympathisch, oder? Ja. Nun ja, für Russland, da macht der Freie Sachse aber eben eine Ausnahme. Und ja, der schwenkt seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine auch gerne mal auf Demos die russische Flagge. Er hat auch generell ein Demokratieverständnis wie eher im Kreml und weniger in Berlin. Und die beste Nachricht ist, die Freien Sachsen möchten bei der kommenden Kommunalwahl im Windschatten des Abschiebefliegers auch im Landtag landen. Und dafür hat man einen richtig guten Schlachtplan. Weil man geht davon aus, dass die AfD halt alle Direktmandate in Sachsen holt. Also sagt man, hey, warum wählt ihr nicht mit eurer Zweitstimme die Freien Sachsen, weil die AfD kriegt eh keinen mehr über die Liste rein. Und dann, jawohl, ja, dann habt ihr zwei Nazi-Parteien im Landtag. Die Wahlen stehen an und genau vor diesen Wahlen hat man ja auch Angst. Natürlich wurde ja auch kompakt deswegen zerschlagen, weil es diese Wahlen mit begleiten wollte auch und auch bereits beglitten hat und im Grunde auch Wahlkampf gemacht hat für patriotische Parteien. Und hier könnte wirklich eine Zäsur stattfinden in Deutschland, bin ich der Meinung. Landtagswahlen in Sachsen, wo ja bekanntlich logischerweise einmal die AfD antritt und sicherlich, das hoffe ich auch, ein sehr gutes Ergebnis erreichen wird, wo wir eben aber daneben auch die Freien Sachsen haben, eine Partei, die mir auch sehr sympathisch ist. Das kann ich als völliges Nicht-Parteimitglied in irgendeiner Richtung tatsächlich sagen, viel auf der Straße unterwegs ist und ich würde mir sehr wünschen, dass beide Parteien in den Landtag von Sachsen einziehen, dort logischerweise auch in vielen Punkten gemeinsam agieren und dem Landtag wirklich mal Ordnung beibringen. Ja, wenn Nazis davon sprechen, einem demokratischen Parlament Ordnung beizubringen, da freut man sich doch wirklich drüber, oder? Weil Minus mal Minus ergibt in dem Fall halt eine faschistische Regierung aus Blau-Braun und Grün-Braun. Und dafür wirbt jetzt hier auch André Poggenburg, ehemals AfD. Poggenburg musste man am Ende aber leider aus der Partei rausekeln, weil er nach der Erschaffung der Erfurter Resolution zusammen mit Björn Höcke zu schnell zeigte, was er wirklich dachte. So sprach er von der Regierung als Schädlingen, die einen jüngsten Tag des Volksgerichtes bräuchten, um unschädlich gemacht zu werden. Ja, also wie gehabt, ein paar Jahre zu früh dran gewesen, der André. Gescheitert an der eigenen Ungeduld. Aber jetzt ist Zeit für Ordnung. Und wisst ihr, was wirklich traurig ist? Es gibt so viele Dirk Neubauers in ganz Deutschland, aber vor allem eben in den neuen Bundesländern. Ich weiß das, weil viele Menschen aus der Kommunalpolitik auch diesen Kanal verfolgen und mir immer mal wieder ihre Geschichten schreiben und erzählen. Und wenn wir ehrlich sind, verlassen wir schon langsam den Bereich, an dem man sich noch Sorgen machen kann. Und wir treten den Bereich, in dem unsere Demokratie und unser Land wirklich in Gefahr ist. Wo eine berechtigte Sorge zu einer erwiesenen Bedrohungslage wird. Und damit meine ich jetzt nicht alleine die aktenkundigen Übergriffe auf Politiker allein im Jahr 2023, die sich auf insgesamt 2790 belaufen. Oder anders gesagt, mehr als 10 am Tag. Und Überraschung, Grüne werden dreimal so oft Opfer von Übergriffen wie AfD-Mitglieder. Aber nein, ich meine damit vor allem generell die Stimmung in diesem Land. Und die Stimmen, die halt eine Sorge vor einem Kipppunkt immer deutlicher formulieren, werden lauter und vielzähliger. Und ich bin da auch durchaus bei der Josefina vom 7. Flugblatt, die hier halt auch eine Mitschuld bei den Medien sieht, weil diese eben durchaus mit sowas auch gut Geld verdienen. Schaut euch Springer an, schaut euch diese elendigen Talkshows an. Das sind Aufmarschplätze für Extremisten.
weil diese Leute Quote bringen. Und dann sitzen die Nasen da und jammern, relativieren und missionieren, während jeden Tag Menschen in kommunalen Ämtern alles hinschmeißen, weil sie Angst um ihre Gesundheit und die Unversehrtheit ihrer Lieben haben. Und ich will das Ganze nicht überhöhen, aber auch ich, ganz ohne Mandat, Amt oder Partei, bekomme immer wieder Drohungen und Drohschreiben. Ich werde beleidigt und gedoxt im Internet, nur weil ich Dinge sage, die einigen Leuten nicht passen. Politischer Diskurs ist heute für viele eben auch nicht mehr der Wettstreit der Ideen, sondern das Mundtotmachen der politischen Feinde. Und ich höre jetzt schon das Tropfen der Krokodilstränen. Aber, Kompakt-Magazin. Daher gleich an dieser Stelle. Liebe Blauherzen, hochverachtungsvoll muss ich euch erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Produzieren und Verbreiten einer rechtsextremen Publikation, inklusive dem Wunsch, das System zu stürzen, und dem Wirken eines Kommunalpolitikers, der eine bessere Bustaktung und mehr erneuerbare Energien in die Fläche bringen will. Und wer das gleichsetzt, sorry, der ist ein so großer Idiot, dass er wohl wirklich die Freien Sachsen wählen wird. Und bei aller Zurückhaltung muss ich jetzt das auch mal so deutlich sagen. Wer im Jahr 2024 auch die AfD und ihre Klone und Kolonnen wählt, der wählt einfach nicht mehr Protest. Der wählt so, wie es ihm seine letzten zwei Neuronen im Resthirn befehlen. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Nicht, weil wir nicht genug über die AfD reden, sondern weil wir zu wenig über Menschen wie Dirk Neubauer und seine vielen Leidensgenossen reden, die im Stillen und ohne große Bühne dem Druck nicht mehr standhalten können. Unsere Demokratie ist in Gefahr, weil wir die, die für sie kämpfen, zu wenig beachten und schützen. Das ist keine Frage von Ost und West, das ist eine Frage von Anstand. Also, danke für eure Zeit und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mich, den Kanal und meine Arbeit unterstützen wollt. Und über Support via YouTube oder PayPal, ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, ist aber kein Muss. Aber ich sag's mal so, ich mache das Ganze hier natürlich in meiner Freizeit. Das ist nicht mein Beruf, das ist nicht mein Job. Auch wenn das viel denken, ist ja auch irgendwie ein Lob. Also ein Danke an dieser Stelle, wenn ihr das so seht. Und ja, hey Leute, wenn ihr gleich weiterschauen wollt. In diesem Video sprechen wir einmal über das Demokratieverständnis der AfD-Fans im Detail, weil es heute einfach gut passt, das nochmal zu erwähnen. Und dieses Demokratieverständnis ist ausbaufähig. Also schaut da gerne auch mal rein. Und vielen Dank, dass ihr so viel Zeit hier investiert, dass ihr euch verknüpft, dass ihr euch vernetzt und dass ihr zusammenhaltet. Dafür vielen Dank. Das gibt ja Kraft und Mut. Also, bleibt untot. Bis bald. Euer Wolfi.